Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Die ungarische Regierung spricht von der schlimmsten Umweltkatastrophe, die das Land je erlebt hat. Eine Schlammlawine mit giftigen Stoffen hat nach einem Unfall in einer Aluminiumfabrik mindestens 4 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt. Auf den Bildern hier hinter mir sehen Sie, wie das Becken mit dem roten Abfallschlamm vor dem Unfall aussah. Gestern brach dann dieses Auffangbecken plötzlich. Die giftige Brühe überrollte den Ort Kolontar im Westen Ungarns und richtete in mehreren Nachbarorten schwere Schäden an. Die Regierung verhängte den Notstand über ein Gebiet von mehr als 40 Quadratkilometern. Susanne Glass mit den Einzelheiten. Viel haben sie ohnehin nie besessen. Das Wenige hat ihnen jetzt der Schlamm genommen. Diese stinkende Brühe, die beim Einatmen einen metallischen Geschmack im Mund hinterlässt und die ätzende Frage, wie giftig sie wirklich ist. Wir Arbeiter in der Aluminiumfabrik haben schon seit einiger Zeit bemerkt, dass der Damm an ein paar Stellen durchweicht war und etwas durchgesickert ist. Wir haben uns auch gefragt, was passiert, wenn der Damm bricht. Ich habe noch gescherzt, das wäre das Ende von Kolontar, aber ich habe nie geglaubt, dass das wirklich passiert. Amateuraufnahmen unmittelbar nach dem Dammbruch gestern Nachmittag. Ein reißender Fluss aus natronhaltigem Bauxitschlamm zerstört das Dorf Kolontar und 4 weitere Ortschaften. Die Straßen, innerhalb kurzer Zeit meterhoch überschwemmt. In den Häusern stieg der Schlamm bis knapp unter die Decke. Mein armer Vater mit 82 Jahren hat meine Mutter irgendwie hochgehoben, damit sie sich am Fenster festklammert. Ihn mussten wir jetzt mit Verätzungen an den Beinen ins Krankenhaus bringen. Mindestens 1 Million Kubikmeter Industrieschlamm sind aus dem Speicher der Aluminiumhütte bisher ausgetreten. Vermutlich haben Dauerregen und Hochwasser den Damm durchweicht. Überprüft wird aber auch, ob das Unternehmen die Speicher überfüllt hatte und inwieweit Umweltschutznormen eingehalten wurden. Der ungarische Ministerpräsident Orbán will das nach der Wende privatisierte Werk auf jeden Fall weiterarbeiten lassen. Denn wenn wir die Produktion jetzt stilllegen, kann die Firma den Opfern auch keinen Schadenersatz mehr bezahlen. Der Katastrophenschutz versucht, den Bauxitschlamm mit Gips aufzuhalten. Die laugen- und schwermetallhaltige Brühe fließt über Bäche und Flüsse auf die Donau zu. Wenn der Schlamm erst getrocknet ist, wird ihn der Wind kilometerweit verteilen. Derzeit wird untersucht, wie gesundheitsschädlich er tatsächlich ist. Die Regierung, aber auch Umweltschutzorganisationen haben Proben entnommen. Und in Wien begrüße ich jetzt Bernd Schaudinus von Greenpeace Mittel- und Osteuropa. Herr Schaudinus, Sie sind gerade zurück aus dem Unglücksgebiet. Was für ein Bild hat sich Ihnen dort geboten? Ja, guten Abend aus Wien. Wir sind heute früh rübergefahren und wenn man in den Ort hineinfährt, dann merkt man als erstes rote Streifen auf der Straße. Die ganzen Straßen sind rot. Und wenn man in den Ort selber hineinfährt, dann sieht man an den Häusern 2 Meter hoch die Marken, wie hoch der Schlamm gewesen ist. Aufgedrückte Fenster, aufgedrückte Türen, Leute, die Bilder, Matratzen, Betten aus den Häusern herauszehren. Völlig rot überschmiert mit dem Schlamm. Es ist echt eine schlimme Katastrophe. Können Sie eigentlich jetzt schon abschätzen, was für Auswirkungen der Giftschlamm hat oder auch erst noch haben wird? Wir sind hingefahren, um Proben zu nehmen. Ich kann Ihnen mal zeigen, wie das ungefähr ausschaut. Also dieser Schlamm ist wirklich braun und wenn man dort vor Ort ist, schaut es eher aus wie Blut. Es ist wirklich rot. Das Problem ist, dass wir das Sampling gemacht haben, um dort in Wien hier Messungen machen zu lassen, was wirklich drin ist. Was wir vor Ort gemessen haben, sind 12 Grad basisch. Das heißt, es ist eine starke Lauge und wenn man den Finger reinhält oder wie auch berichtet wurde, verätzt man sich sehr stark dran. Und das ist der Schlamm an sich, die Gewalt dieser Flutwelle und dieses natronhaltige Schlamm, das ist schon eine große Bedrohung für die Menschen dort. Ja, Sie beschreiben es, diese ätzende Brühe, die überschwemmt jetzt Land und Bäche im Westen Ungarns. Lässt sich die Umweltgefahr denn jetzt noch überhaupt eindämmen? Also was wir vor Ort gesehen haben, ist ein mehrere hundert Meter breiter, über viele Kilometer langer roter Teppich, müsste man fast sagen, der ja nicht nur diese 2 Ortschaften, die jetzt berichtet wurden, zerstört hat, sondern dazwischen das ganze Land unter einer Schlammschicht begraben hat. Und wo wir jetzt drüben waren, hat es stark geregnet. Also das heißt, der Schlamm fängt an, sich aufzulösen und in kleinen Rinnsalen in den Fluss zurückzufließen. Und er wird klarerweise die Donau erreichen. In welcher Verdünnung kann man jetzt noch nicht sagen. Aber diesen Schlamm, diese ungeheure Menge Schlamm dort aus der Region wieder zu entfernen, das wird ein sehr großes Problem werden. Ne? Was bedeutet das, wenn der Schlamm die Donau erreicht?
Je nachdem. Ich denke mir, wir haben mit Umweltschützern aus anderen NGOs dort gesprochen, die befürchten, dass es ein Fischsterben geben wird, was man natürlich jetzt ist eine Vermutung ist. Aber der Schlamm ist halt sehr stark natronhaltig. Und wenn größere Mengen des Schlammes in einem Schwall in die Donau fließen, dann kann man durchaus befürchten, dass es ein Fischsterben geben kann. Vielen Dank, Bernd Schaudinus war das live aus Wien. Dankeschön. Dankeschön. Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus steht unter Druck. Nach den Dauerprotesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 hagelt es weiter Kritik von vielen Seiten. Jetzt tritt die Landesregierung offenbar die Flucht nach vorn an und verordnete einen vorläufigen Abrissstopp. Der Südflügel des Stuttgarter Bahnhofs soll erstmal stehen bleiben. Auch erneuerte Mappus sein Gesprächsangebot an die Gegner. Grund für eine Entschuldigung sieht der Ministerpräsident aber dennoch nicht. Er verteidigte auch heute den harten Polizeieinsatz gegen die Demonstranten in Stuttgart, bedauerte aber die vielen Verletzten. Jugendliche auf einem Einsatzwagen der Polizei, Rangeleien mit den Beamten, brennende Feuerwerkskörper. Mit solchen Videosequenzen will die Polizei ihre Sicht der Dinge belegen. Doch es gibt auch diese Bilder, Wasserwerfer und Pfefferspray, um die Demonstranten zurückzudrängen. Welche Bilder erzählen die wahre Geschichte? Der Innenausschuss des Baden-Württembergischen Landtages beurteilte das so. Für mich steht unzweifelhaft fest und wohl auch mit Ausnahme der Grünen für alle anderen Ausschussmitglieder, dass dieser Einsatz der Polizei erforderlich war, dass er rechtmäßig war und dass er verhältnismäßig war. Diese Antworten, die wir heute gehört haben, reichen für die Öffentlichkeit gar nicht. Und wir sind aus unserer Sicht einem Untersuchungsausschuss auf jeden Fall der Notwendigkeit ein weiteres Stück näher gekommen. Alle Fragen, die wir gestellt haben, sind beantwortet worden. Ich hatte nicht den Eindruck, dass versucht wird, etwas zu verheimlichen, was da noch der Aufklärung bedarf. Die Oppositionspartei SPD stellt sich bei der Wahrheitssuche vorerst auf die Seite der Regierung. Die Bilder der Polizei hätten überzeugt. Damit ist ein Untersuchungsausschuss eher unwahrscheinlich. Im Schlossgarten war heute alles ruhig, von Seiten der Projektgegner und auch von Seiten der Befürworter. Die wollen, um die aufgeheizte Stimmung zu entschärfen, den Südflügel des Bahnhofes vorerst nicht abreißen. Und auch die Bäume hier sollen mindestens bis nächsten Herbst stehen bleiben. Einen Volksentscheid werde es mit der CDU-FDP-Regierung aber nicht geben. Der Landtag sei für das Projekt nicht zuständig und ein Volksentscheid würde weder der Landesverfassung noch dem Grundgesetz entsprechen. Dieser Antrag der SPD-Fraktion ist aus meiner Sicht deutlich unzulässig. Er weckt Erwartungen, die von Verfassungswegen nicht erfüllt werden dürfen und nicht erfüllt werden können. Volksentscheid nein, Dialogbereitschaft ja, so das Signal der Landesregierung. Doch die Projektgegner zweifeln am ernsthaften Willen zum Frieden. Sie vermuten, dass die Baumaßnahmen einfach am ehemaligen Nordflügel des Bahnhofes weitergehen sollen. Echter oder falscher Frieden? Sicher ist nur, dass dort bis Februar noch 80 Bäume gefällt werden sollen. In der Regel sind Politiker alles andere als wortkarg. Bei dem Thema Terrorgefahr schweigen sie sich in diesen Tagen aber mehr als deutlich aus. Es geht auch um den amerikanischen Drohnenangriff im Nordwesten Pakistans. Dort sind nach pakistanischen Geheimdienstangaben gestern mindestens 5 deutsche Islamisten getötet worden. Einen Tag später gibt es immer noch keine Bestätigung, weder von der Regierung in Pakistan noch aus dem Weißen Haus. Wolfgang Wanner in Berlin, hat sich denn inzwischen die Bundesregierung zu dem angeblichen US-Drohnenangriff geäußert? Nein, es gibt keine offizielle Bestätigung. Man darf auch eins nicht vergessen, in der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass alte Sachverhalte plötzlich wieder als neue aufgetaucht sind. Und so ist zum Beispiel zu berücksichtigen, dass im September es schon mal eine Meldung gab, dass deutsche Islamisten bei einem Drohnenangriff zu Tode kamen. Jetzt wird man einfach mal abwarten müssen. Das Auswärtige Amt jedenfalls hat noch keine belastbaren Informationen von den pakistanischen Behörden erhalten. Die USA haben zur Vorsicht bei Deutschlandreisen gemahnt, angeblich weil ein Informant vor Anschlägen gewarnt hat. Inzwischen sollen auch die deutschen Behörden mit dem Mann gesprochen haben. Was wissen Sie darüber? Ja, es ist richtig. Die deutschen Behörden waren in Bagram, wo der Mann festgehalten wird, und haben ihn befragt. Jetzt werden diese Hinweise, diese Ergebnisse ausgewertet, mit anderen Informationen und Aussagen abgeglichen. Aber nach all dem, was wir bislang wissen, ist es so, dass es kein Anlass besteht, keine Hinweise gibt für konkrete Anschlagsplanungen. Also hier bleibt es quasi bei der bisherigen Gefährdungs- und Sicherheitslage.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich im pakistanischen Grenzgebiet überhaupt deutsche Islamisten aufhalten? Nun, das ist sehr wahrscheinlich. Den Sicherheitsbehörden ist es bekannt, dass sich eine ganze Handvoll von deutschen Islamisten dort aufhalten. Diese Grenzregion ist ein Rückzugsgebiet für Al-Qaida und andere militante islamistische Terrororganisationen. Und uns muss große Sorge machen, dass die Sicherheitsbehörden beobachten, dass seit 2009 vermehrt deutsche Islamisten ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet reisen, um sich dort in Terrorcamps schulen zu lassen. Das sind junge Männer, aber auch junge Frauen. Manchmal nehmen sie ihre ganzen Familien mit, radikalisiert hier in Deutschland, zum Beispiel übers Internet, über Propagandavideos oder aber auch in einschlägigen Moscheen. Und die große Gefahr ist, dass sie zurückkommen, womöglich mit einem Auftrag, hier Anschläge zu begehen, wie seinerzeit 2007 die Sauerlandgruppe. Wolfgang Wanner in Berlin, vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne. Verzocken kann man sich ja mal, wenn es aber gleich mehrere Milliarden Euro sind, dann wird es ungemütlich. Der französische Börsenhändler Jérôme Kerviel hat dafür jetzt die Quittung bekommen. 5 Jahre Freiheitsstrafe, 2 davon auf Bewährung. Die kann man absitzen, mit dem Abstottern wird es da schon schwieriger. Gigantische 4,9 Milliarden Euro Schadenersatz soll Kerviel seinem ehemaligen Arbeitgeber zahlen, der französischen Großbank Société Générale. Das ist genau die Summe, die der Börsenmakler bei riskanten Wertpapiergeschäften verloren hat. Er wollte einfach nur noch weg. Wortlos hastete Jérôme Kerviel nach der Verurteilung ins Auto, ständig verfolgt von wahrhaft rasenden Reportern. Aber denen hatte er nichts zu sagen. Zu tief saß der Schock über das unerwartet harte Urteil. Dass das Gericht am Morgen nur ihm allein die Schuld am Milliardenverlust der Société Générale zugewiesen hatte, auch sein Anwalt kann es kaum fassen. Die Bank wird geschont, obwohl sie Jérôme Kerviel erst geformt hat, in einem völlig virtuellen System mit maßlosen Finanzprodukten. Solange die Händler Gewinne machen, ist alles gut. Machen sie Verluste, verklagt sie die Bank. Die ist hingegen hoch erfreut über das Urteil, vor allem über einen Passus. Die Société Générale ist zufrieden, dass ihr der Schadensersatz für ihre finanziellen Verluste zugesprochen wurde. Die anderen Schäden waren ja gar nicht zu beziffern. 4,9 Milliarden Euro soll Kerviel zurückzahlen. Wollte er das tun, müsste er bei seinem jetzigen Gehalt als IT-Berater rund 178.000 Jahre arbeiten. Egal, der Société Générale geht es ums Prinzip. Einige Kollegen des Börsenmaklers sind entsetzt. Die Verantwortung der Bank wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Eine extrem hohe Strafe, auch gemessen an dem, was er getan hat. Ich denke, er ist der Sündenbock für alle Auswirkungen der Finanzkrise. Kerviel will gegen das Urteil Berufung einlegen. Vielleicht hilft ihm im nächsten Prozess ja seine große Popularität. Seine Memoiren sind Bestseller, er ist in Frankreich Titelfigur in Theaterstücken und Comicheld. Doch wenn er wieder so spaßfreie Richter bekommt, spielt das nächste Kapitel seiner Geschichte wahrscheinlich hinter Schloss und Riegel. Deutschlands Kassenärzte bekommen vom nächsten Jahr an mehr Geld. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Die Honorare der niedergelassenen Mediziner sollen nach Angaben der Krankenkassen um mehr als 1 Milliarde Euro steigen. Die Kassen reagierten mit Kritik auf das Ergebnis der Honorarverhandlungen, bei denen sie überstimmt worden waren. Sie hatten auf eine Nullrunde für die Mediziner gedrungen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung bestritt die von den Kassen genannte Summe. Sie geht davon aus, dass die Ärztehonorare weniger stark steigen. Im Streit zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der BAföG-Erhöhung für Schüler und Studenten zeichnet sich ein Kompromiss ab. Das hat das Bundesbildungsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Die Länder hätten zugesagt, das Gesetz passieren zu lassen, wenn der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat in gut einer Woche das nächste Mal tagt. Damit wären die Weichen dafür gestellt, dass die BAföG-Erhöhung rückwirkend zum 1. Oktober in Kraft treten kann. Zum Abschluss des Europa-Asien-Gipfels haben die Euro-Länder erneut an China appelliert, seine Landeswährung, den Yuan, aufzuwerten. Die Regierung in Peking müsse für einen ausgeglichenen Wechselkurs sorgen. China wird seit langem vorgeworfen, den Yuan künstlich niedrig zu halten, um seine Exportwirtschaft zu stützen.
Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an die russischstämmigen Wissenschaftler Konstantin Novoselov und Andrei Geim. Sie werden für die Entdeckung von Graphen ausgezeichnet, einem Stoff so dünn und stabil wie kein anderer. Wegen seiner Vielseitigkeit sehen Physiker in Graphen das Material der Zukunft, etwa für superschnelle Computer oder durchsichtige Touchscreens. Novoselov und Geim forschen gemeinsam in Großbritannien an der Universität Manchester. In Frankfurt am Main ist am Abend die Buchmesse eröffnet worden. Bundesaus